In der Stadtratssitzung am letzten Donnerstag unterstützte die Mehrheit der Weißenfelser Stadträte die beim Verwaltungsgericht Halle eingereichte Klage gegen die Kreisumlage des Burgenlandkreises nicht. Die Stadtverwaltung hatte Mitte Januar 2018 Klage eingereicht, da die Rechtmäßigkeit der im Haushalt des Landkreises festgelegten Kreisumlage angezweifelt wurde. Unter den Stadträten herrschte Uneinigkeit. Zum einen wurde bemängelt, dass die Räte nicht vor dem Einreichen der Klage einbezogen wurden. Darüber hinaus hält ein Teil der Räte die Klage gegen die Kreisumlage für nicht sinnvoll und sieht den eigentlichen Missstand beim Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Der andere Teil der Räte befürwortet die Klage, denn die Kreisumlage führe dazu, dass 27 von 33 Gemeinden in die Haushaltskonsolidierung gehen müssen. Währenddessen erwirtschaftet der Burgenlandkreis durch die Einnahmen einen Überschuss von 55,9 Millionen Euro. Die Räte sehen deshalb das Gemeinwohl der Stadt Weißenfels und der anderen Kommunen bedroht. Weißenfels hat im Haushaltsplan 2018 derzeit ein Defizit von etwa 3,5 Millionen Euro.